Ich möchte anlässlich des in 2 Tagen stattfindenden Internationalen Tages für die Rechte der Menschen mit Behinderung auch noch mal unterstreichen, dass der Einsatz für Barrierefreiheit, für Inklusion für uns als Linke ein ganz wichtiges Ziel ist. Und was auch wichtig ist, noch mal darzustellen, ist, da geht es nicht einfach um eine Mildtätigkeit gegenüber Menschen mit Behinderung, sondern es geht um ein Grundrecht. Und ich meine auch, eine inklusive Gesellschaft ist eine, von der alle etwas haben. Also klassische Barrierefreiheit hilft nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind oder mit Rollkoffern unterwegs sind. Der Orientierungsstreifen an Bahnsteigen ist eigentlich für sehbehinderte Menschen gedacht als im Orientierungsfaden. Aber jeder von Ihnen, der schon mal an dem Bahnsteig gestanden hat, war bestimmt ganz froh, dass es so eine klare Orientierung zum sicheren Abstandshalten gab. Oder eine inklusive Schule ist ja nicht nur eine Schule, die Kindern mit Beeinträchtigungen hilft, sondern auch hilft, Denkbeeinträchtigungen, die Menschen ohne klassische Behinderungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen haben, abzubauen. Deswegen sage ich immer, Barrierefreiheit bedeutet am Ende mehr Freiheit für alle. Richtig. Ich möchte auf der heutigen Pressekonferenz auch noch über 2 andere Themen reden. Das ist zum einen der Integrationsgipfel, der heute stattfinden soll, sowie die am Wochenende stattgefunden habende Parteivorstandssitzung. Beginnen wir mit dem Integrationsgipfel. Solche Gipfel wären gut, wenn am Ende klar abrechenbare Ergebnisse ständen. Das war bei den bisherigen 6 Integrationsgipfeln nicht der Fall. Und es ist mehr als fraglich, ob das jetzt beim 7. Gipfel besser sein wird. Es steht vielmehr zu befürchten, dass auch der heutige Integrationsgipfel vor allen Dingen eine Showveranstaltung wird. Es existieren Zugangsbarrieren, Durchlässigkeitsbarrieren und solche Schranken verhindern ganz klar Integration und Beteiligung. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde hat ja eine sehr scharfe Kritik formuliert. Wir können der uns aber bloß anschließen. Und ich möchte 3 konkrete Maßnahmen nennen, für die wir uns einsetzen, im Sinne einer positiven Integration. Wir wollen erstens anonymisierte Bewerbungsverfahren, um Diskriminierung abzubauen. Wir meinen zweitens, es braucht eine interkulturellen Öffnung der Verwaltungsapparate. Soll heißen, dass bei konkreter Personalauswahl eben auch Kompetenzen wie Mehrsprachigkeit oder interkulturelle Erfahrung deutlich höher gewertet werden. Und drittens wollen wir sagen, eine Öffnung des Staatsbürgerschaftsrechts, um Mehrfachstaatsbürgerschaften zu erleichtern. Ich bin skeptisch, dass der heutige Gipfel etwas in diese Richtung bewirken wird. Falls bei dem Gipfel über die Situation von Flüchtlingen gesprochen wird, so will ich noch mal daran erinnern, dass wir als Linke, und das hatten wir auch jetzt auf der Parteivorstandssitzung noch mal unterstrichen, ganz klar sagen, was es braucht, ist einen sofortigen Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge, um eben genau materielle Unabhängigkeit zu erleichtern. Ich finde, es wirkt ungemein disziplinierend, langsamer zu sprechen, wenn man sieht, jemand muss das mit Händen nachbilden, was wir so schnell sagen. Zur Parteivorstandssitzung. Der Parteivorstand hat am Wochenende getagt. Wir haben verschiedene Beschlüsse gefasst. Unter anderem haben wir uns zu der neuen Welle der rechten Demos, heißen sie Hogesa oder wie in Dresden Pegida, verständigt. Diese neuen rechtsradikalen Demos kommen ja mit einem Gestus daher. Man würde jetzt endlich mal was aussprechen, was sich sonst niemand getraut auszusprechen. Wir aber meinen, diese rechten Demos treten nach unten, sind getrieben von der Suche nach jemand Schwächeren, auf den man treten kann. Und insofern sind Hogesas, Pegidas und wie sie alle heißen, nicht mutig, sondern schlichtweg feige. Wir wollen hingegen eine offene Willkommenskultur, eine, die eben nicht auf dumpfe rassistische Ressentiments setzt. Eine solche Klarheit erwarten wir von allen demokratischen Parteien. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass wir mit der AfD eine Partei haben, die in genau diesem Spektrum fischt. Und ich finde es nach wie vor schockierend, dass die Thüringer CDU, finde ich, immer noch sozusagen offen darauf spekuliert, mit den Stimmen der AfD gewählt zu werden. Das ist faktisch, wird damit eine Tolerierung durch die AfD salonfähig gemacht.
Ich meine, hier ist die Chefin der CDU im Bund, Angela Merkel, gefragt, klar Position zu beziehen. Wir haben zudem zwei weitere Beschlüsse gefasst, auf die Sie vielleicht in besonderem Maße jetzt warten. Zum einen haben wir uns nochmal mit den Vorgängen um den 9. November beschäftigt, die ja dann in dem beschämten Vorgang am 10. November im Bundestag mündeten. Es war für uns, oder es herrschte bei uns Konsens, dass die Veranstaltung vor allen Dingen an diesem Datum auch nicht hätte stattfinden sollen. Es herrschte Konsens, dass der Vorgang im Bundestag mit Gregor Gysi unwürdig war und dass sich sowas in keinem Fall wiederholen darf und vollkommen inakzeptabel ist. Der Parteivorstand hat diese Vorgänge zum Anlass genommen, noch einmal klar zu sagen, die Erwartung zu formulieren. Wir erwarten, dass sich alle Untergliederungen der Partei, dass sich alle Mandatsträger der Partei an die programmatischen Grundsätze gerade zum Nahostkonflikt halten. Und dazu gehört für uns, dass das Existenzrecht Israel unanzweifelbar ist und dass wir uns für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Beteiligung an Boykottaufrufen gegenüber israelischen Produkten verbieten sich schon aufgrund der deutschen Geschichte für die Deutsche Linke. Auch ebenso wie die Relativierung vom Holocaust. Wir haben auch festgehalten, dass wir uns ganz klar gegen eine inflationäre Anwendung des Vorwurfs des Antisemitismus aussprechen, weil es ist ein sehr großer und starker Vorwurf und man darf den Antisemitismus nicht dadurch relativieren, dass er sozusagen inflationär verwendet wird. Ein zweiter Beschluss widmete sich 25 Jahre nach der friedlichen Revolution nochmal dem Herbst 89, dem Wendeherbst. Diese Erklärung bestand zum einen aus einem Blick zurück, aber auch aus einem Blick nach vorn. Wir bewerten den Wandel im Wendeherbst 89 als ein Akt der Selbstbefreiung und meinen, der real existiert habende Sozialismus ist eben nicht allein durch Druck von außen oder durch einen Betriebsunfall gescheitert, sondern er ist aufgrund von interner Fehler, wirtschaftlicher Ineffizienz, aber auch aufgrund von Fehlen demokratischer Grundregeln gescheitert. Wir haben aber auch nach vorn geschaut und gefragt, welche Hoffnung der Wendebewegung haben sich erfüllt. Viele wurden erfüllt. Aber viele Hoffnungen wurden auch bitter enttäuscht oder harren noch darauf, umgesetzt zu werden. Und wir meinen klar, der Wendeherbst zeigt für uns, es gibt keine definitiven Gewissheiten über den Verlauf der Geschichte, aber es gibt immer Alternativen. Und deswegen ermuntert uns das Gedenken an den Wendeherbst daran, auch heute, 25 Jahre später, uns nicht mit Gewissheiten, mit vermeintlichen Gewissheiten zufrieden zu geben, sondern ganz im Gegenteil, immer wieder die großen Fragen zu stellen, die Fragen nach einer anderen Gesellschaft. Vielen Dank.